Hallo, ich bin Anke und ich bin Deko- und Duftexpertin bei QVC. Der Herbst ist Gemütlichkeit und was ist Gemütlichkeit ohne Duft? Dafür nehme ich sehr gern die Yankee Candle. Die sind nur irgendwann mal runtergebrannt. Und dann ist die Frage, was mache ich mit den leeren Gläsern? Ich kann in der Küche Reis reinfüllen, ich kann Kosmetikpinsel reingeben im Bad. Ich kann aber auch eine wunderschöne Herbstdekoration mit den hippen Trockenblumen machen und das zeige ich euch jetzt. Um die Gläschen zu verzieren, können wir alte Marmeladengläser nehmen. Wir können natürlich auch unsere Yankee Candle Gläser nehmen. Und ganz toll finde ich persönlich Sacklein. Das sieht ganz großartig aus mit Spitzenreste. Kann man noch mal im Nähkästchen gucken. Einfach Paketband. Perlen sehen auch toll aus. Und die kann man wunderbar um die Gläschen wickeln. Ich habe hier schon mal gestartet. Geschenkband, Spitze. Und dann nehme ich hier einfach eine Perlenkette, die ich hier einmal fixiere mit der Heißklebepistole, wickel sie um das Glas herum und dann fixiere ich einfach nochmal das Ende und hält die Perle gut. Und ich finde, das sieht schon so ganz süß aus, oder? Und danach nehmen wir vielleicht noch ein bisschen Sacklein und geben der Kerze noch so einen kleinen Kragen. Das sieht auch immer schön aus, ein bisschen Kontrast zu dem ganzen Weißen, was wir hier haben. Und das allerbeste augenblicklich sind für mich Trockenblumen. Und ich habe hier von den Trockenblumensträuße, da brechen da immer ganz viele Blüten ab. Und da habe ich einfach die abgebrochenen Blüten genommen und setzte die in mein kleines Yankee Candle Glas. Ich finde das so süß, das sieht so niedlich aus. Da habe ich hier Schleierkraut, dann habe ich hier noch Gräser, das sind auch noch so eingefärbte Gräser. Setze ich hier einfach zu in meine Deko und ich finde, das ist eine richtig schöne Herbstdekoration. Draußen werden die Tage länger, das Licht wird goldiger und ich möchte mir gerne ein bisschen Herbstdeko auch auf den Tisch zaubern. Leider fehlt mir ganz oft die Zeit dafür und da habe ich überlegt, was kann ich denn machen, um ja, so ein bisschen Leben reinzubringen. Da habe ich zum einen Kerzen, die ich auf den Tisch super gerne dekoriere. Vor allem die mit LED, weil die einfach sicher sind und sauber. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das kann es ja eigentlich noch nicht sein, oder? Das braucht noch so ein bisschen Leben, ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr ja, Frische vielleicht auch. Und in diesem Herbst ist ja meine Lieblingsfarbe rosa. Und da habe ich diesen Kranz gefunden. Den finde ich großartig. Der hat ganz viele Blumen, der hat Laub dran, spiegelt das Herbstliche einerseits wieder, aber bringt den Sommer auch noch ein bisschen. Und den lege ich einfach auf ein Dekotablett, positioniere meine Kerzen drauf, die ich ja gerade eigentlich schon hatte, die mich schon jedes Jahr begleiten, die ich jedes Jahr immer wieder aufs Neue benutze. Und voilà, habe ich eine wunderbare Herbstdekoration auf dem Tisch, die so ein bisschen mehr Leben hat. Dann denke ich immer so, ach, ja, ist ja schön, aber die Farbe soll sich ja möglichst im Raum nochmal widerspiegeln. Und da habe ich dieses Bild gefunden. Abella Arte. Sieht so cool aus. Das gibt es übrigens auch als Tapete, aber ich will hier ja nicht neu tapezieren. Deswegen habe ich mir das Bild gegönnt. Das lehne ich auch einfach nur an die Wand. Man muss Bilder nicht immer nur hängen, man kann sie auch wunderbar lehnen. Und dazu habe ich mir noch die Äpfel gegönnt, weil ihr wisst ja, rosa diesen Herbst. Die lege ich einfach dazu. Und dann habe ich eine wunderschöne Herbstdekoration geschaffen. Ist nicht zu viel, ist nicht zu wenig und mit wenigen Handgriffen schon mal effektiv wunderschön gelungen. Und weil der Herbst so gemütlich ist, dekoriere ich auch super gerne um. Ich habe jetzt das Bild auch wieder umdekoriert. Ich habe jetzt gedacht, oh, ich brauche jetzt mal eine niedliche und natürliche Dekoration. Und da dürfen Trockenblumen nicht fehlen. Ich habe hier einen Trockenblumenstrauß, den ich jetzt hier arrangiert habe. Und ihr kennt das sicher alle, gerade auf Esstischen, die bröseln immer sehr leicht und das wollen wir eigentlich nicht. Da gibt es einen Tipp, da nehme ich einfach ein bisschen Haarspray und fixiere die Blüten, damit dieses Gebrösel nicht einfach auf dem Tisch liegt. Das finde ich eigentlich großartig. Somit darf mein Trockenblumenstrauß bleiben. Jetzt habe ich mir, ist ja gerade Trend, Hänger aus Samt gegönnt. Samt sieht man gerade überall in der Herbstdekoration, ist super angesagt. Die sind allerdings ziemlich schwer. Jetzt habe ich gedacht, wenn ich die jetzt oben aufhänge, dann hängt das durch. Das können wir nicht machen. Also fädel ich die einfach von unten auf. So, den werden wir auch wieder reinstecken.
So können die Eicheln wunderbar über die Vase hängen und das sieht eigentlich ganz lässig aus und ich kann diesen Samtcharakter so schön, der steckt mir so ins Auge, sticht mir so ins Auge. Das Ganze ist dann eine längliche Dekoration für einen länglichen Küchentisch und ich finde es schön, wenn man auch mit natürlichen Materialien arbeitet. Ich habe hier Holzscheiben dabei, die Kastanien und die Nüsse, die sammle ich noch, die werde ich später noch dabei legen und die kleinen süßen Eichhörnchen, die dürfen nicht fehlen. Die sind aus Keramik, die sind weiß, die geben einen guten Kontrast zum Holz, das finde ich sehr schön. Und meine Holzpilze mit dem goldenen Käppchen, die habe ich hier auch noch zwischengesetzt. So habe ich eine schöne, längliche Dekoration. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der für mich kocht, damit wir hier einen schönen Abend haben. Ich hoffe, meine Tipps haben euch gefallen und inspiriert und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.